schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin die Kerstin von Kerstins Backstube. Und für den 4. Advent wollte ich euch unbedingt meine Bratapfel-Zimt-Sahnetorte zeigen. Die ist wirklich so hoch. Und da wir Bratäpfel machen müssen, habe ich gedacht, dann zeige ich euch das Video extra und dann dauert das andere Video dann nicht so lange. Also wir haben jetzt hier 6 mittelgroße Äpfel. Ich habe meistens ganz gerne Boskop, weil die schmecken mir eigentlich am besten. Dann brauchen wir natürlich noch 100 Gramm gemahlene Haselnüsse. Dann habe ich hier noch 40 Gramm weiche Butter. Dann brauchen wir noch 5 Esslöffel Honig später. Ein Teelöffel Zimt habe ich hier jetzt noch und so 5 Tropfen Bittermandelaroma. So, als erstes tun wir dann von den Äpfeln mal, die sind schon gewaschen. Tun wir dann als erstes das Kerngehäuse mal entfernen. Ihr könnt ruhig ein bisschen großzügiger sein, dass wir sie auch schön befüllen können. So, die Kerngehäuse habe ich entfernt. Jetzt nicht wundern, also für die Bratapfeltorte habe ich die Schale bei den Äpfeln jetzt weggemacht, weil die würden mich so ein bisschen stören und die bleiben ja auch hart. Aber wenn ihr jetzt ganz normale Bratäpfel macht, könnt ihr die Schale natürlich dran lassen. Die habe ich jetzt in eine Auflaufform gegeben und ein bisschen Butter rein. Den Backofen habe ich vorgeheizt, 160 Grad Ober- und Unterhitze. Jetzt habe ich mir eine kleine Schüssel genommen. Jetzt können wir die ganze Zutaten in die Schüssel da hier mit reingeben und können das Ganze dann ein bisschen gut verrühren. Jetzt noch die Honigstütze und dann können wir das Ganze erstmal umdrehen. So, wie ihr sehen könnt, die Äpfel habe ich befüllt. Jeder hat natürlich ein anderes Rezept, aber ich mache es so. Die sind auch immer wirklich sehr gut angekommen und mir schmecken sie so auch am besten. Wenn ihr ein bisschen übrig habt, weil meine waren dann doch ein bisschen relativ groß, schön oben drauf noch verteile oder neben an der Seite ein bisschen. Das macht nichts. Und jetzt können Sie auch auf mittlere Einschubleiste schon in den Backofen für 35 Minuten. So, wie ihr sehen könnt, meine Äpfel sind fertig. Die können wir dann auch jetzt auskühlen lassen. Wie gesagt, ich brauche sie ja für die Bratapfel-Zimttorte. Die können wir dann auch beiseite stellen, ein bisschen abdecken und normaler Apfel, dann esse ich jetzt. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid zu einem neuen Video. Bleibt dran, es lohnt sich.